Ex-Ministerpräsidentin Lieberknecht teilte mit, dass sie nicht mehr bereit sei, einer Übergangsregierung vorzustehen. Sie hätte nur für den Vorschlag ihres Nachfolgers Bodo Ramelow von der Linken zur Verfügung gestanden, der Neuwahlen in 70 Tagen vorsah. Der Widerspruch mit der CDU, die keine schnellen Neuwahlen wollte, lasse sich nicht auflösen. Vertreter von Rot-Rot-Grün und der CDU hatten ihre Gespräche am späten Abend noch vertagt. Eigentlich sollte es bis Freitag eine Einigung geben. Und das Geschehen beobachtet für uns in Erfurt Christian Müller. Christian, was wissen Sie genau über die Beweggründe von Christine Lieberknecht für ihren Rückzug? Ja, da können wir natürlich nur spekulieren. Wir konnten mit Frau Lieberknecht nicht selber reden, weil sie nicht hier ist. Sie hat ihre Aussagen nur gegenüber der Thüringer Allgemeinen und der Deutschen Presseagentur getätigt. Aber wir vermuten schon hier, dass Frau Lieberknecht sich das einfach nicht antun wollte, zwischen den Parteien zerrieben zu werden. Sie hat klar gesagt, sie steht für eine Übergangsphase zur Verfügung, also sprich für 70 Tage, und würde sich dann wieder in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Und jetzt wollte die CDU da aber mehr draus machen, wollte Frau Lieberknecht vielleicht sogar ein Jahr im Amt behalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr das widerspricht, weil sie ist eigentlich raus aus dem politischen Geschäft. Und jetzt gibt es viele Diskussionen, jetzt geht es hin und her. Und das wollte sich Frau Lieberknecht offenbar nicht antun. Damit ist ja nun ein weiterer Kompromissvorschlag geplatzt. Wie könnte es denn jetzt weitergehen? Naja, das ist eine spannende Frage, die vielleicht auch Frau Hennig-Welsow beantworten kann, die gerade hinter mir ihr Pressestatement abgibt. Ich nehme an, dass Rot-Rot-Grün jetzt versuchen wird, Bodo Ramelow noch mal ins Rennen zu schicken um das Ministerpräsidentenamt. Allerdings, und daran hat sich nichts geändert, es fehlen 4 Stimmen zur absoluten Mehrheit für den ersten oder zweiten Wahlgang. Und diese Stimmen müssen irgendwoher organisiert werden. Im besten Fall natürlich von der CDU oder von der FDP. Das wird jetzt zu diskutieren sein, ob man das noch mal wagt, ohne dann im dritten Wahlgang auf irgendwelche Unterstützung der AfD angewiesen zu sein. Und da müssen sich die Parteien jetzt positionieren. Da wird es zur Stunde beraten. Und das wird heute noch ein ganz spannender Tag, was da am Ende dabei rauskommt. Live aus Erfurt war das Christian Müller. Vielen Dank. Morgens 9:30 vor dem Landtag in Erfurt. Beate Meißner auf dem Weg zur Fraktionssitzung. Hinter verschlossenen Türen wurde über eine künftige Regierung diskutiert. Die Politikerin kann gut nachvollziehen, dass viele Wähler das Geschehen in Erfurt als chaotisch betrachten, erzählt sie in der Mittagspause. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, es gibt manchmal Wendungen, wo ich auch erstmal drüber nachdenken muss und das einsortieren muss, wo und was da jetzt eigentlich gerade passiert. Aber ich versuche es mal positiv zu sehen. Ich glaube, Politik war noch nie so spannend wie jetzt. Ortswechsel Sonneberg am vergangenen Freitag. Hier muss die 37-Jährige die spannende Politik erklären. In der kleinen Stadt, ihrem Wahlkreis, kennen sie viele. Grüß dich, Volker. Sei gegrüßt. Hallo. Hallo. Na? Hallo. Servus. Hallo. Und? Ihr habt für ganz schön Furore gesorgt in Erfurt, ne? Das kannst du laut sagen. Habe ich auch nicht erwartet, dass das solche Auswirkungen hat. Am Kiosk werden schnell die Ereignisse vom 5. Februar zum Thema. Die Menschen diskutieren, dann platzt am vergangenen Freitag eine Nachricht in die Runde. CDU-Landeschef Mike Moring kündigt seinen Rückzug an. Naja, das ist nicht schön, was man. Das erspart uns einiges. Der Kioskbesitzer Volker Wunder hat dazu eine klare Meinung. Den so weit zu treiben, so eine Hexenjagd zu machen, dass man da gleich zwingt, zurückzutreten und so weiter. Das ist immer gleich immer ein wenig ein Schnellschuss. Ne? Das finde ich immer nie gut. Naja, aber bei der Person hat es ja eine andere Geschichte. Ja, das hat mit innerparteilichen Vorgängen zu tun und das hat in gewisser Weise auch mit einem Einblick zu tun. Ja, den habe ich ja nicht. Was bei euch in Erfurt umläuft, habe ich ja keinen Einblick, und was innerhalb von der Partei läuft, auch nicht. Ne? Ich sehe ja nur Ergebnisse. So wie in dieser Szene wird die Politikerin immer wieder von Menschen aus ihrem Wahlkreis auf das angesprochen, was im Landtag gerade passiert. Teilweise ist das für sie persönlich auch belastend. Ganz schwierig. Und das hatte ich mir so nicht vorgestellt, weil natürlich diese Wahl auch ins Persönliche geht. Also sprich, ganz viele Menschen schreiben mich an, sei es auf den sozialen Netzwerken, aber auch per E-Mail. Und da ist auch manchmal eine Tonlage dabei, die schon ganz schön barsch ist. Zurück im Erfurter Landtag. Hier stehen auch in den kommenden Tagen viele Gespräche an. Für die Zukunft hat die Abgeordnete einen Wunsch. Naja, ich sag mal so, ich würde mir konkret wünschen, dass halt auch wieder mal Themen mehr eine Rolle spielen. Es geht um die Zukunft der Partei. Die Chefin führt in diesen Tagen wichtige Mitarbeitergespräche, zum Beispiel mit Friedrich Merz. Der kennt sich zwar in der Wirtschaft sehr gut aus, hat im laufenden Politikbetrieb aber 20 Jahre lang keine Verantwortung übernommen.
Natürlich fehlen ihm auch zum Teil die Seilschaften in der Politik aus den vergangenen 20 Jahren. Und ihm wird auch durchaus nicht zu Unrecht vorgeworfen, ein Politiker der 90er Jahre zu sein. Das ist bei Armin Laschet anders. Er ist NRW-Ministerpräsident und stellvertretender Parteivorsitzender, müsste aber sein Profil schärfen, denn er steht für ein Weiter-so der Merkel-Ära. Aufbruch wäre das nicht. Es wäre Merkel Reloaded, also ein Führungsstil, der doch sehr an Frau Merkel erinnert. Das Durchsetzungsfähige, das Tatkräftige, vielleicht auch das ein bisschen auf Kante gehende, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Junge Konservative trommeln für ihn Jens Spahn. Der Minister gilt als Allzweckwaffe, aber auch als überehrgeizig und vielen als noch zu jung für Spitzenämter. Von diesem Mitarbeitergespräch wusste selbst die Chefin bis gestern nichts, Norbert Röttgen. Als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses ist er profiliert, in der Partei aber muss er noch um Unterstützung werben. Die Niederlage, die er damals in Nordrhein-Westfalen einstecken musste, ein geschwächter Landeschef, die hallt immer noch nach. Und er hat keinen großen Rückhalt im Landesverband. Die Ergebnisse ihrer Mitarbeitergespräche will AKK am kommenden Montag vorstellen. Selbst am Rosenmontag geht es also für die CDU um Kandidaten statt um Kamelle.